zusammen, wir machen jetzt einen schnellen, einfachen Vanillekuchen. Einmal werde ich meine 18er Springform nehmen, solltet ihr eine 26er nehmen, dann einfach die Menge verdoppeln. Dadurch kann sich natürlich auch ein bisschen die Backzeit verändern. Ich habe einmal hier drin 85 Gramm Zucker und 75 Gramm Butter. Das wird nämlich erst verrührt, dann kommt ein Ei dazu und dann, so war es jetzt angegeben, ich mache es jetzt einfach auch so, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt ein Unterschied wäre. Und zwar habe ich jetzt einmal hier Schmand und ich habe, ich weiß nicht, warum das Bild so dunkel ist, ich kriege das irgendwie nicht heller eingestellt. Hallo alle zusammen, wir machen jetzt einen einfachen, schnellen Vanillekuchen. Ich werde meine 18er Springform nehmen. Solltet ihr eine 26er nehmen, dann einfach die Menge verdoppeln. Jetzt habe ich hier, ach, der Ofen, der heizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze schon vor. Dann habe ich hier drin einmal 85 Gramm Zucker und 75 Gramm Butter. Das verrühren wir erstmal richtig schön, dass sich das cremig verbunden hat. Dann kommt ein Ei dazu und dann kommt abwechselnd 125 Gramm Schmand und 100 Gramm Mehl dazu. Man soll das abwechselnd machen. Ich weiß nicht, warum das Video so dunkel jetzt gerade ist. Irgendwie kriege ich es nicht anders hin. Ich weiß es nicht. Naja, Hauptsache man sieht was. Muss ich sonst nochmal gucken. Und ihr könnt auch anstelle von Schmand zum Beispiel griechischen Joghurt nehmen. Ihr könntet auch Joghurt, also Naturjoghurt nehmen, aber der hat natürlich eine bisschen andere Konsistenz. Das wird sich wahrscheinlich dann schon auch bemerkbar machen. Aber falls die Frage kommt, das ginge sonst auch. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Unterschied wäre, wenn man jetzt das verrührt hätte mit dem Ei und dann Schmand dazu gibt und dann das Mehl. Aber in dem Video, wo ich das gesehen habe, war es halt so, dass man erstmal ein bisschen Schmand dazu gibt, so die Hälfte, dann die Hälfte Mehl, dann nochmal Schmand und dann nochmal Mehl. Daher machen wir es einfach so, dann sind wir einfach auf der sicheren Seite. Aber da meine Butter jetzt kalt war, also am besten Butter eben die Zimmertemperatur hat, muss ich da jetzt wohl ein bisschen länger das verrühren lassen, dass es wirklich richtig schön cremig ist. Und los geht's! So, jetzt gebe ich mal das Ei dazu. Kann sich das noch ein bisschen besser verteilen. Hoppala. So. Und dann geht's auch schon weiter. Und jetzt geht's weiter. Und zwar, ich habe jetzt diesmal Vanillepaste. Ihr könnt natürlich auch Vanillezucker nehmen. Die habe ich jetzt mal zum Schmand dazugegeben. Und wie angekündigt, gebe ich jetzt einen Teil Schmand erstmal dazu. Verrühre das ordentlich. Dann die Hälfte vom Mehl. So wie ich es halt gesagt habe. Und dann wiederholen wir das nochmal. Und dann kann das Ganze auch schon ab in die Form. So, eigentlich war Backpulver gar nicht dabei, aber ich habe jetzt noch einen Teelöffel Backpulver dazugegeben. Das schreibe ich aber dann natürlich auch in die Infobox mit rein. Und ansonsten sieht der Teig zumindest schon mal so aus, wie in dem Video, wo ich es gesehen habe. Also, bin ich schon mal ganz optimistisch. Das streiche ich jetzt einfach noch glatt und dann geht es auch schon. Ab in den Ofen. So, das ist jetzt unser Vanillekuchen. Der war jetzt bei mir genau 35 Minuten im Ofen. Wie ihr sehen könnt, ist der relativ flach. Also da wundert euch dann nicht.
Puderzucker ist noch drüber gestreut. Und jetzt probieren wir mal, wie das Ganze so mundet. Ganz soft. Ganz soft. Super schön. Der Geschmack nach Vanille. Mega. Boah. Richtig, richtig geil. Ich muss jetzt mal das, den Ausdruck benutzen. Mega lecker. Was ich noch überlegt habe, wenn ihr Vanillezucker nehmen würdet, müsst ihr das am besten mal im rohen Zustand abschmecken. Ich würde jetzt mal vielleicht so 1,5 Teelöffel nehmen. Ich hatte jetzt, wie gesagt, ja die Vanillepaste. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!